Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich habe eine Kooperation und beachtet meine Fingernägel nicht. Ich muss ganz dringend ins Nagelstudio, ich weiß. Aber ich habe eine Kooperation, wie ihr gelesen habt, mit Globaland. Und da freue ich mich. Da freue ich mich tierisch drauf. Und es kam am Samstag an. Also ich werde das Video wahrscheinlich am Montag hochladen. Und es kam am Samstag an. Und ich freue mich schon, damit arbeiten zu dürfen. Wobei ich ja sowieso gerne mit den Sachen arbeite, abgesehen davon. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn es dann ja quasi umsonst ist. Beziehungsweise bezahlte Werbung. Hier ist die Packliste. Vier Dinge habe ich mir ausgesucht. Und fangen wir mal an. Einmal diese Standschablonen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die sind. Da bin ich echt gespannt. Das ist die Artikelnummer. Ich werde auch alles nochmal in Infobox verlinken. Und natürlich bekommt ihr auch einen Rabattcode. Den könnt ihr auch dauerhaft nutzen. Der ist Natar10. Ich werde es auch, wie gesagt, alles nochmal in Infobox schreiben. Ich habe auch schon mit dem Code bestellt. Zwischenzeitlich sogar. Ja, funktioniert. Sehr cool. Also, ne? Geht dann doch schon. Kann man nutzen. Wie gesagt, den kann man dann 20 Mal nutzen, 30 Mal nutzen. Das ist völlig egal. Freue ich mich, wenn ich meinen eigenen Rabattcode habe. So, einmal. Das ist so eine Pop-up-Karte. Also da bin ich echt mega gespannt. Ich habe mir das tatsächlich ein bisschen kleiner vorgestellt. Aber umso besser, wenn das größer ist. Ich bin echt gespannt, weil das sah ein bisschen kurios aus auf den Bildern. Ich werde das alles in die Infobox verlinken. Das ist so der Aufsetzer. Und hier so Add-ons. Sonnenblümchen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Das probiere ich definitiv aus. Definitiv. Und das. Ja, ich bin echt mega gespannt, wie das wird. So, das räume ich jetzt erstmal wieder ein, weil, wie gesagt, wenn ich dann das Video mache, dann will ich ja auch nochmal die Artikelnummer zeigen. Also da bin ich echt mega gespannt. Also Artikelnummer habe ich euch gezeigt. So, das hier. Dann die hier, die sind leider verkehrt rum drin. Aber ist nicht so schlimm. Passiert. Ich habe jetzt schon so oft bestellt, dass es öfters einmal vorkomme, dass die Sachen verkehrt rum drin waren. Auf jeden Fall haben die Artikelnummer. Und das schaut so aus. Ich habe mal von der Ramona, habe ich ja mal so Die-Cuts bekommen mit High Heels. Und ich fand die so toll. Ich fand die so toll, die Die-Cuts. Ich habe die auch schon alle verbastelt. Ich habe leider keine mehr. Und als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, oh ja, die musst du haben. Die Idee schwirrt mir auch schon im Kopf rum. Mal gucken, was es wird. Dann einmal die Standschablone. Das ist die Artikelnummer. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ja tatsächlich auch ein paar Standschablonen von Globaland. Habt ihr aber tatsächlich noch nicht groß ausprobiert, weil die Zeit immer so ein bisschen knapp ist. Aber da bin ich echt gespannt, wie das ist. Vor allem dieses filigrane Zeug dann, wie gut die stanzt. Und einmal die hier. Echt mega schön. Ich finde die so schön, weil die so simpel sind. Das ist die Artikelnummer. Ja. Also wie gesagt, es existieren Ideen. Ich bin gespannt, ob ich die umsetzen kann. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich muss ja in dem Fall. Aber da bin ich echt mega gespannt auf das hier, wie das wird. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eine Kooperation machen darf. Ich freue mich echt tierisch, weil ich habe ja mittlerweile schon echt viel Geld dort gelassen. Aber ne, es ist keine Voraussetzung dafür, aber freue mich natürlich. Ja, das waren meine Sachen. Erst einmal. Das war das Unboxing.
Mal schauen, mit welchen Teilen ich zuerst arbeite. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Wie gesagt, ich werde alles in die Infobox nochmal verlinken, auch die Webseite und meinen Rabattcode. Und dann, ja, freue ich mich, wenn ihr wieder nächstes Mal dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, nicht die Nägel beachten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.